Hallo, damit herzlich willkommen, einmal wieder hier zurück zu der Hunter Classic. Zusammen mit dem Glicky, hallo. Hallo. So, hier drüben sind zwei männliche. Zwei männliche? Ja. Du weißt schon, von den fetten Bullen da. Ich guck mal. Wir sind erstmal wieder im Totenwald. Zur allgemeinen Erklärung, jetzt muss ich noch Klick seine komischen Fetten finden. Ah ja, der. Der Stück. 200. Naja. 40 Kilometer. Da hinten ist ein bisschen aufgerichter, wie der läuft. Ja. Und der andere, auch der ist da hinten. Bewegen sich aber schnell, leck mir mal. Na gut, der hinten ist ein bisschen sanfter unterwegs. So, ne, er macht sich schon bereit, da werde ich das auch mal tun. Damit der Waffe war ich den von hier aus eh nicht treffen, deswegen. Also ignorieren oder was? Ja, du müsstest ja auch dann dort rüber und den holen, ne? Stimmt auch wieder. Naja, weil wir sind eigentlich ursprünglich wegen den Enten hier. Ah, die sind hier, wunderbar. Die sind hier, ja. Okay, ja, dann lass uns mal ins Zelt gehen. Mein Klick hat das schon mal ein bisschen aufgebaut, ein bisschen ausprobiert und es scheint jetzt zu klappen. Ist das jetzt ja maximale Unlock-Wirkung? Ja. Maximal, okay. Maximal. Gut. Der Vorteil ist halt hier, die können da hinten landen, die können hier vorne landen, du hast halt hier viel mehr freies Schussfeld. Also. Jetzt sind natürlich hier über uns schon bei der Vorbereitung bestimmt schon vier Schwärme drüber geflogen. Mhm. Mal gucken, schönes Gesicht übrigens. Vielen Dank, Sie aber auch. Ein Schwein war jetzt auch schon hier. Ja. Mhm. Hat ja auch gerufen, kann man nochmal andocken, vielleicht kommt's her. Dafür habe ich nur die Dings dabei, ja, also ich weiß bloß nicht, ob das so hilft. Die Dings? Ganz, naja, das Ding hier, die Drilling ist das. Ach so. Da drückst du mittlere Maustaste, da kannst du auf diesen Mittellauf umschalten, dass du die einzelnen hast. Ja, gibt's auch zwei verschiedene Visiere jetzt. Wieder welche? Oder? Ne. Ja? Ja, das ist gerade angehört. Vorhin haben sie uns gesehen, auf jeden Fall. Mhm. Schön haben sie es aufgebaut. Naja. Einfach ein bisschen hingeklatscht, ne? Wechsel mal die Waffe auf die kleine. Für den Nachschuss. Schön, wie er das macht. Und gar nicht mehr aufhört. Oh, 11 Schuss! Nö. So. Gut, ich sehe schon, wir haben beide dasselbe Schrotze dabei. Oh. Ja, die geht ganz gut. Ich habe es letztens schon mal ein bisschen ausprobiert. Mhm. Auch ohne Zielfernrohr, muss ich sagen. Geht? Praktisches Gerät. Na gut, die kann doch kein Zielfernrohr drauf haben, ne? Nee, das geht bei der nicht. Frage ist jetzt, wo ist das Schwein? Das muss ja eigentlich näher kommen. War ja vorne irgendwo. Das hat ja auch nochmal gerufen. Schön, vorne sind auf den Enden. Jetzt kommt hier nichts mehr. Mhm. Immer der klassische Vorführeffekt. Ich glaube, wie gesagt, hier noch eine zweite Stelle machen. Also hier, das hat letztens schon ganz gut bei mir funktioniert. Mhm. Aber wenn noch mit einer zweiten Stelle das halt hin und her seppen kannst, wisst ihr? Aber halt ganz hinten, da musst du erstmal hinkommen. Also, wenn sie sich das auf der Karte vielleicht anschauen. Oh, da bin ich gerade. Da sind sie gerade, also dann so hier. Ach so, warte mal, wie kann ich schon malen? Müsst hier oben drauf gehen, zeichnen. So. Sehen sie das da oben? Ja. Da so, in dem Winkel da, wo die Brücke ist, die Eisenbahnbrücke. Das ist halt ein ganz schönes Gelatsche bis dahinter, ne? Ja, ja.
Oh, da kam was. Neue Spur gefunden. Hä? Da sind doch welche schon runtergekommen. Echt? Ja, da hinten im Wald müssen die sein. Jetzt können wir. Was ich gemerkt habe, man muss im Nachhinein immer auch mit diesem nahen Crawler. Ach, da drüben! Gefunden! Kleiner Schlingel. 94 Meter. Naja. Ja, bis die herkommt, das wird dauern. Hast du was zum Flachschuss, wo du gleich wegnehmen kannst? Nur eine Shotgun. Na gut, da kommst du aber nicht auf 94 Meter. Nö. Ansonsten halt die dicke Wumme. Auf die kann ich eh nicht schießen. Damit es schneller geht, knall ich die von hier erstmal weg. Na klar. Dass sie mal stehen bleibt. Die steht die ganze Zeit. Jetzt bewegt sie sich erst wieder. Jetzt steht sie wieder. War nicht getroffen? Doch. Da. Oder? Das ist ja eine niedliche Waffe. Wollen wir mal schnell mal Screenshot machen, die hole ich mir auch. Was, da muss ich gleich mal ein Screenshot machen, die hole ich mir hoch. Ja, ja. Das ist so, Freunde. Funktioniert ein Product Placement. Ja, ja. Und hochhören, zack, begeistert, Screenshot. Und zack, habe ich Level 3 mit der Waffe erreicht. Das war die, die hatten wir doch schon letztes Mal. Ja, ja, ich weiß, aber. Wo die anderen erschrocken sind, obwohl das ja sowas. Also, jetzt hast du ja mal von Nahen gehört. Naja. Ist ja so irre leise. Naja. Bevor die jetzt kommen hier. Ich habe noch so einen Wedler für die Viecher. Aber. Lassen sie liegen, ich werde da meinen Hund trainieren. Achso, haben sie ihn dabei? Ja, wir haben ja gleich das Zelt, ich kann ja ausrüsten. Ja, dann machen sie. Mache ich das mal. Sie sagen einfach Bescheid, wenn die Viecher kommen, dann renne ich schnell rein. So. Ja, es kann nur sein, dass da hinten jetzt noch mehr sind. Aber die Ähnlichen, die wir jetzt gesehen haben, im Berg. Oh, halt. Ja, da sind auch noch mehr. Ja, ich hab's geahnt. Deswegen kommt hier neuer Schwarm. Weil so viele da unten sind, oder was? Ja, ne, wenn da ein paar schon um dich rum sind, sonst würde es ja immer, laut Spiel, immer mehr werden, immer mehr, weißt du? Ja. Und deswegen macht er dann nichts. Tja. Ich glaube, spätestens wenn der Hund hinrennt. Ah, sind sie eh weg. Ja, müssten sie aufgescheucht werden. Die eine sehe ich jetzt noch, die ich getroffen habe. Das ist der. Nein. Da mit der kleinen, wenn du das auch gut drauf hast, ne? Ja. Wenn die geflogen kommen, wir werden sie wieder so machen, wir werden sie anfliegen lassen und dann, bevor sie landen, also versuchst du mit dem nahen Caller noch herzuholen, dann schießen wir sie weg. Quasi und für den Nachschuss, wenn die schon weiter weg sind, dafür kannst du die Waffe auch nochmal ideal nehmen. Kostet doch gar nicht so viel. Und zwar 9.350 GMS. Oh, das geht ja. Ja. Denk noch. Ja. Er hat auch zwei Munitionsarten halt, ne? Da pfeift's. Oder das jetzt? Ja, ich Befehl noch gäbe. Da weiß er, ha? Da rammelt er los. Da hat man schon mal die Waffe im Anschlag. Falls da gleich was rausgeflogen kommt. Ja, hab ich nichts gesehen. Mal ein Pfifferling machen, oder was? Was? Ein Pfifferling. So gesehen, ja, kann man eigentlich. Ganz vor die Arme. Da kommt er hinten. Von hinten. Ja. Was, wie? Ja, von hinten. Quack, 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 quack.
Ach, jetzt war er da. Ich sehe. In der Hocke. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt von den Hunden gestört fühlen, aber. Wollen wir es mal nicht hoffen. Kann er ja gleich mit reinbringen, sobald er da ist. Beziehungsweise er müsste jetzt sogar automatisch ins Zelt kommen, weil ich da bin. Haben sie nämlich gefixt. Ja, ist drin, wunderbar. Wo ist noch da hinten abgeschwebt? So. Da kommen wir schon den nächsten von hinten. Ja. Huch, das will ich gar nicht. 17 GMS. Ach, guck, da komme ich runter. Oh ja. So, schnell auf die Nähe machen. Noch ein bisschen hergeschickt kommen, dann schon mal Waffe für Stadler machen. Ja, Waffe für Stadler. So, Achtung, hier kommt sie drüber geschwebt. Ja, sagen sie einfach ran. Feuer frei. Warte, ja, okay. Ich sehe ihn nicht. Na, ein paar Hammer. Da ging auf jeden Fall einige runter. Drei, ne? Für. Ja, zwei hab ich. Die treiben im Wasser. Ja, ne, die kommen ja hergetrieben. Ah ja. Cool. Strömungsbedingt. Ah ja. Nicht schön. Auch gut geklappt. Kriegt doch eine Lösung, da keinen. Das ist ein schöner Job für Faule. Nö. Da kommt los, ich bleib nur sitzen. Ach, leg das direkt her. Mensch, du bist ja eine gute. Ach, danke. Männlich? Ja, männlich ist immer wichtig. Da kriegst du immer über 50. Ja. Weiblich sind halt. Ja, das heißt 16, 17. Vielleicht nochmal 20, aber männlich ist immer, da machst du richtig Asche. Oh. Nochmal die. Na, das war Vibe. So, erste Ende, cool. Vor der erste? Ja. Und da kommt der nächste. Die scheinen das Spiel deutlich lauter eingestellt zu haben wie ich. Ja. Was? Ich hoffe es nicht, es war doch so laut. Und. Ich hätte das Ding noch zum Wedeln, aber das kann ich dir ja nicht in der Hand drücken. Ja, so ist das. Obwohl man hat ja eigentlich. Das Wedelding habe ich aber auch, muss ich halt nachher mal holen. Nee, das ist aber nicht für den Spaltfuß ganz. Ach, da gibt's auch wieder ein Ereignis? Ja, ja, guck, da kommen sie schon runter. Ja. So, Sticks umschalten auf das Nahding. Hier 5 Stück sind's. Ja. Lassen die noch ein bisschen drehen. Ja, jetzt kannst du. Ja. Was, wie, wo, was, hä? Okay, gut, dann lassen wir es halt runterkommen. was, wie, wo, alle kommen so runter. Okay, na dann, ready. Ja, dann machen sie. Hä? Oh, ich hab vergessen umzuschalten. Ich bin blöd. Ich hab vergessen umzuschalten. Ja. Oh, Schrotzau, du hast ja was getroffen. Ich hab was getroffen, ja. Ich hatte den Einzelschuss drinne und da hatte ich nichts reingelegt, damit darfst du ja nicht schießen. Ach so. Ach, das ist, wenn man mal die Waffe wechselt.
Und da hinten, ne, da hast du zwei getroffen. Oh, da kommen wir schon wieder den nächsten. Ja, genau. Wenn die kommen, die Dritte noch mit dran. Lass den Hund dann erstmal drinnen, ne? Ja. Da muss ja erstmal wieder zurückkommen, der schwimmt gerade. Ach so. Na, da werden sie nicht runterkommen, denke ich mal. Ah, die sind nur sehr, sehr weit entfernt. Auch oh, großer Schwarm. Halleluja. Oh. Ah, doch, das sieht aus, als kapseln sich boah ab. Ah, vier Stück kapseln sich ab. Extrem weit im Wald drin. Ja, ich versuche mit dem Nahdings noch herzuholen. Ah, die ziehen noch mal einen Kreis. Bereit machen. Ja, bereit machen. Sag einfach wann. Ah, jetzt sieht's gut aus. Jetzt so? Ja. Och, Junge. Irgendwie. Was, warum macht denn da nichts? Ach. Okay, also neben ihm darf man nicht gebückt stehen. Der Kreuz ist zu breit. Ach. Weil ich stand so gehockt neben ihm, zieh so an ihn vorbei und dachte, jedes Mal, wenn ich schießen wollte, nimmt er die Waffe runter. Ach so. Ja, weil er jetzt mal gedacht hat, ich will auf dich schießen wahrscheinlich. Ach so. Dachte ich, was ist denn los? Die Munition hast du reingelegt, Idiot. Ja, wenn sie da was treffen, das ist doch schön. Hat auch lang läuft das Ding, leck mir im Arsch. Das ist das andere, was jetzt gerade noch da ist. Ach, das ist auch, ja, das ist halt für den mittleren Lauf, ne? Dass du da. Hm. 9,3 mal. Ich weiß gar nicht, wie viel das hat. 9,3 mal 75 oder 70 oder so, also Riesenkaliber. Das. Also damit kann ich auch die Ochsen schießen. Also. Das ist halt wirklich eine Waffe, damit kannst du alles schießen. Du kannst ja Flintenlaufgeschosse, kannst ja alles rein. Ja. Was? You are within range to join a trophy shot. Machst du Trophy Shot? Nö, ja, aus Versehen bin ich jetzt gerade mal da drauf gekommen. Ja. Wahrscheinlich ist es bei mir noch irgend so eine Dings. Ja. Alles klar, hinverpackt. Hinverpackt? Ja. Der. Achso, weil ich in der Ecke stand, hä? Zu. Dann musst du, glaube ich, rausgehen und den draußen nochmal anlocken. Dann kommt schon der nächste. Schwarm. Ja, ne, dann. Lass mal den Hund erstmal, ich schau den mal kurz dann weg und wieder rein. Genau. Aber Freunde, wir sind ja erstmal fertig für den Part, deswegen danke fürs Zuschauen. Es geht gleich spannend in der zweiten Folge weiterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auch noch rein. Tschüssi. Tschüss.